Die Schweiz hat nach Luxemburg und Liechtenstein den höchsten Ausländeranteil zu Europa, nämlich etwas mehr als 25%. Dazu kommen dann Haufen Secondos. Zum Beispiel auch der Comedian Hamza Raja. Er und sein Team von «Deine Mutter Comedy» finden, dass solches Publikum in der Schweiz von der Unterhaltungsszene zu wenig abgeholt wird. Darum hat er ein neues Format gegründet, das alle Klischees abdeckt. Seine Witze sind von Ausländern für Ausländer. Wenn du das Land nach dem benennst, was du drinnen oft vorfindest, weißt du, wie wir Schweiz heissen? Albanien. Kein Klischee wird ausgelassen, jede Ethnie auf die Schippe genommen. Besonders auch die eigene. Ich bin ursprünglich Libanes. Heute explodiert nichts, keine Sorge. Der Hamza Raja schiesst im neuen Comedy-Format «Deine Mutter» mit Ausländerwitz um sich. Und genau das ist auch das Konzept. Als Ausländer darfst du dir einfach ein bisschen mehr erlauben. Gewisse Witze werden nicht falsch interpretiert, wenn du einen gewissen Migrationshintergrund hast. Und dann kannst du ein bisschen Comedy machen, die mehr edgy ist. Du bist Libanes, oder? Syrien. Alles klar, wie bist du da gekommen? Also ich meine jetzt von daheim. Nicht, wenn man geschwommen ist. Mit diesem Format will er und sein Team Künstler und Publikum abholen, die sich bis jetzt nicht so mit der Schweizer Comedy-Szene konnte identifizieren. Und trifft damit die Schwarzen. Man hört Sachen, die man auch selber schon miterlebt hat. Ja, so Schulzeiten, wo man halt ein bisschen wegen der Herkunft ein bisschen, wie soll ich sagen, gemobbt wird, aber auf eine lustige Art. Es ist immer lustig, wenn man über sich selber lachen kann. Aber zum Beispiel kann ich als Italienerin einen Schinkenwitz machen, aber genau so einen Albanerwitz. Kollegen werden es mir nicht glauben, als Schweizer in Südamerika. Sich selber hoch nimmt auch der 1,95 grosse Serb Sven Ivanic, der schon länger in der Comedy-Szene unterwegs ist. Auch er will Brücken bauen, um die Grenzen in der Comedy zu überwinden. Ich habe auch nur 3 Akkorde. Ich bin sozusagen der Peach Weber mit Migrationshintergrund. Und viele Leute nennen mich auch Pitschka Weber. Vielleicht haben die Leute mit Migrationshintergrund noch nicht so Theater für sich entdeckt. Also das merke ich selber, wenn ich auftritt. Es hat so eine gewisse Berührungsangst. Und ich finde, genau so Events, die jetzt organisiert worden sind, zeigen auch unseren Leuten, also zeigen, dass es dass etwas geht in der Kultur. Ob Adlermond oder Kreuz auf der Flagge, in die röste Pfanne gehauen wird jede Nation. Auch die Schweiz. Wenn ein Mann sagt, ich liebe dich, kann es sein, dass er dich in einem Jahr nicht mehr liebt. Wenn er sagt, du bist mein Visum, 5 Jahre, muss der bleiben.